Ja, wir sind heute alarmiert worden, nachts um 3:30 auf die B68, Fahrt Richtung Alfhausen. Da hatte sich von einer relativ großen Eiche ein dicker Ast gelöst, hat die komplette B68 versperrt. Wir haben zwei Motorsägen im Einsatz gehabt und mussten noch hinterher mit der Seilwinde noch ein Stück des Baumes entfernen, um die Fahrbahn wieder freizugeben, um einen halbwegs sicheren Zustand herzustellen. Ja. Das ist ja so eingetreten, wie es eigentlich auch erwartet worden ist. Die Sturmmeldungen sind die ganzen Tage schon gelaufen. Wir haben da schon fast mit gerechnet, dass wir irgendwann heute Nacht oder wahrscheinlich auch morgen noch wieder in Einsatz müssen. Wollen wir mal sehen, was noch kommt.